Fliegt hier Omikron mit? Nach Alpha, Gamma oder Delta breitet sich nun diese neue Variante des Coronavirus aus. Wegen Omikron haben viele Länder Reisen wieder stark eingeschränkt. Die Angst, die neue Variante könnte noch ansteckender sein und die Impfstoffe könnten weniger gut gegen sie wirken. In Ländern, in denen bereits viele gegen das Coronavirus geimpft sind, nehmen die Impfdurchbrüche zu. Ich finde, jetzt werde ich auch immer mehr verunsichert, weil ich mir denke, die Impfung hat nichts gebracht. Also ich möchte die dritte Impfung nicht haben, weil ich davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich alle halbe Jahre mich impfen lassen müsste. Will ich nicht. Also ich denke, es bereitet vielen Menschen Panik und auch viele Konflikte bezüglich Menschen und der Politik, dass viele Fragen offen sind. Wie sehr vertrauen Sie den Impfstoffen? Gar nicht. Ich glaube, ich fühle mich nicht geschützt, ich behalte Abstand und gehe nirgendwo mehr rein. Die Impfstoffe wirken nicht. Falsch. Die Corona-Vakzine haben eine hohe Wirksamkeit, aber eben keine hundertprozentige. Bei der neuen und stark veränderten Omikron-Variante ist die Sorge groß, dass die Impfstoffe weniger gut schützen als noch gegen vorherige Varianten. Verlässliche Daten gibt es noch nicht, aber Hersteller wie BioNTech und Moderna haben bereits angekündigt, sie passen ihre Impfstoffe an, wenn es notwendig sein sollte. Gegen eine symptomatische Infektion mit Delta, der derzeit immer noch am meisten verbreiteten Variante, sind die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca zum Beispiel zu etwa 75% wirksam. Ähnlich sieht es beim indischen Covaxin aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu erkranken sinkt um 75%. Ein Restrisiko gibt es aber weiterhin, bei diesen Impfstoffen und auch bei allen anderen. Und dieses schlägt sich eben auch statistisch nieder und sorgt bei weltweit über 3 Milliarden vollständig Geimpften für eine nicht unerhebliche Zahl Menschen, die trotzdem an Covid erkranken. Es ist schon so, dass der Impfschutz sehr gut vorhanden ist. Dadurch, dass wir jetzt aber gerade in den europäischen Ländern zum Teil wieder sehr hohe ansteigende Zahlen haben und die Wintersaison kommt, wo das Virus wieder im Vorteil ist, weil Winter ist, haben wir jetzt die Situation, dass die hohen Infektionszahlen dann quasi einen Druck auf die Geimpften ausüben, weil man einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sich mit dem Virus in Kontakt zu bringen und sich dann auch anzustecken. Die Impfung wirkt nur kurzzeitig. Irreführend. Dass sich in manchen Ländern die Impfdurchbrüche häufen, liegt zwar auch daran, dass der Impfschutz mit der Zeit abnimmt. Das Immunsystem erinnert sich nach einer Weile nicht mehr so gut an die Begegnung mit den Corona-Fragmenten. Die Antikörper nehmen wieder ab. Wann genau sie das tun, wird gerade vielerorts erforscht. In dieser noch nicht begutachteten Studie aus Großbritannien haben Forschende beobachtet, wie sich die Wirksamkeit dreier Impfstoffe über mehrere Monate nach der zweiten Dosis entwickelt. Das Ergebnis, die Wirksamkeit gegen eine symptomatische Erkrankung mit Delta, ist beim BioNTech-Pfizer-Vakzin nach 20 Wochen, also 5 Monaten, deutlich geringer. Bei AstraZeneca sinkt sie sogar auf unter 50%. Auch bei Moderna hat der Schutz nach 3 Monaten bereits etwas nachgelassen. You know, in terms of the duration of efficacy, I think we're still learning as we speak. I think broadly speaking, it looks like perhaps right around 6 months mark after the completion of the vaccination, that you know people are coming in are at a higher likelihood of developing a breakthrough infection. Neben den Antikörpern spielen aber auch andere Zellen und Mechanismen eine Rolle bei der Immunabwehr. Dazu zählen T-Gedächtniszellen und B-Gedächtniszellen, die jahrelang im Körper verbleiben können. Man geht davon aus, dass sie auch in Bezug auf Corona für einen gewissen langfristigen Schutz sorgen. Während die T-Zellen von Corona befallene Zellen bekämpfen können, produzieren die B-Zellen bei Bedarf erneut Antikörper. So verhindern sie zwar nicht unbedingt eine Infektion, sorgen aber für einen deutlich milderen Verlauf. Die Impfung hat also auch bei einem Impfdurchbruch noch einen Nutzen für die geimpfte Person. Overall speaking, I think we are definitely seeing that the breakthrough cases are far milder in terms of the symptoms they develop compared to those who are unvaccinated. So titelte Mitte November die Bild, die Tageszeitung mit der größten Auflage in Deutschland. 45% der über 60-Jährigen im Krankenhaus sind geimpft. Was hat Impfen eigentlich gebracht?
irreführend. Zwar lagen zu dem Zeitpunkt in Deutschland tatsächlich ähnlich viele Geimpfte wie Ungeimpfte über 60 im Krankenhaus. Doch das heißt nicht, wie hier suggeriert, dass es für beide Gruppen gleich wahrscheinlich ist, wegen Corona dort zu landen. Denn es kommt darauf an, wie das Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften ab 60 in der Bevölkerung ist. Ein Beispiel. Nehmen wir an, von 100 Personen sind 90 geimpft, 10 sind nicht geimpft. Dann landen 2 Geimpfte und 2 Ungeimpfte im Krankenhaus. Dort liegen also in der Tat 50% Geimpfte, 50% Ungeimpfte. Aber man darf nicht vergessen, dass die 2 ungeimpften Krankenhauspatienten ja aus einer viel kleineren Gruppe Menschen kommen. So gesehen landen 20% aller Nichtgeimpften im Krankenhaus und nur 2,2% aller Geimpften. Das Beispiel kommt der realen Impfquote der Personen ab 60 in Deutschland recht nahe und zeigt, die Impfungen machen einen großen Unterschied. Übrigens sehen wir bei Jüngeren prozentual deutlich weniger Impfdurchbrüche und noch weniger mit schwerem Verlauf. Denn so wie im Alter insgesamt das Risiko für Krankheiten steigt, so wird auch eine schwere Covid-Erkrankung und ein Impfdurchbruch wahrscheinlicher. Der alte Mensch altert ja nicht nur an Jahren, sondern es altert auch sein Immunsystem. Damit baut er weniger Antikörper auf. Und leider wurden durch Studien auch festgestellt, dass beim alten Menschen die Antikörper auch schneller abgebaut werden und der Schutz damit nicht so lange erhalten bleibt. Auch Vorerkrankungen können dafür sorgen, dass die Corona-Impfung nicht so gut anschlägt. Etwa Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb empfehlen Gesundheitsbehörden vieler Länder besonders für diese Risikogruppen und für ältere Booster-Impfungen. Dieser Diskussion um die Durchbruchsinfektionen sehr, sehr wichtig. Wir haben immer noch einen zu hohen Prozentsatz ungeimpfter Personen, gerade zum Beispiel in Deutschland. Und dadurch, dass diese Menschen ein hohes Risiko haben, sich anzustecken, das ungefähr 10-mal höher ist als das der geimpften Personen, ist das ein Punkt, wo wir nochmal dringend versuchen sollten, die Menschen zu überzeugen, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Fazit: Impfdurchbrüche bedeuten kein Impfversagen. Einen vollständigen Schutz bieten die aktuellen Impfstoffe zwar leider nicht, auch weil sie gegen das Ursprungsvirus entwickelt wurden, nicht gegen ansteckende Varianten wie Delta. Zudem lässt die Wirksamkeit mit der Zeit nach und nicht jeder ist in gleichem Maß geschützt. Aber dank der Impfungen wird eine Corona-Infektion deutlich unwahrscheinlicher. Und noch unwahrscheinlicher wird ein Krankenhausaufenthalt oder sogar der Tod.